Moin Leute, heute zeige ich euch, wie man eine Lichtmaschine beim Roller prüft. Und das mache ich am Beispiel eines chinesischen Viertakters, da draußen ja die meisten chinesischen Viertakter fahren. Die Lichtmaschine befindet sich bei einem Roller auf der rechten Seite. Hier unter der Kappe hier. Da sehen wir auch schon das Kabel der Lichtmaschine. Geht da raus. Bei einigen Rollern sind die Stecker, die wir prüfen müssen, auch hier von außen zugänglich, bei anderen nicht. Deswegen zeige ich, wie man bei allen Rollern am einfachsten da dran kommt. Es gibt natürlich Ausnahmen, einige Piaggio-Modelle, bei denen geht das Kabel nicht hier oben raus, sondern unten, verläuft unter dem Motor und kommt wieder auf der anderen Seite raus. Da sind auch die Stecker vorzufinden. Aber ich zeige ja hier am chinesischen Viertakter. Und zwar am einfachsten kommt man an die Stecker ran, wenn man das Helmfach rausnimmt. Dafür machen wir das Helmfach auf und lösen die vier Schrauben und diese eine. Das ist Kreuzschlitz, da sind 10er Steckschlüssel. Leider gibt es auch hier Modelle, bei denen man eher die halbe Verkleidung abmachen muss, um das einfach rauszunehmen. Die sind hier noch mit Schrauben befestigt, an den Seiten. Hier ist es relativ einfach. So, das Helmfach ist raus. Hier, wenn wir mit der Hand das Kabel hier verfolgen, was aus der Lichtmaschine rauskommt, kommen wir irgendwann an so einem Stecker ran. Es kann sein, dass ihr im großen Stecker 3 Kabel habt. Ich habe hier 2 und 2 Nebenstecker. Die beiden Kabel hier sind fürs Licht, das gelbe fürs Licht, das weiße für das Laden der Batterie zuständig. Das dritte Kabel, was hier noch sein kann, ist die Masse. Das ist meistens grün oder schwarz, eher grün. Die beiden Kabel haben nichts mit der Zündung zu tun. Das sind eher diese beiden, vor allem das schwarz-rote. Und die alle messen wir jetzt durch. Für Probleme mit dem Licht und mit dem Ladestrom ist aber nicht nur die Lichtmaschine verantwortlich, sondern auch der Gleichrichter, der sich bei den meisten Modellen hier vorne unter der Verkleidung befindet. Dazu komme ich aber im anderen Video zu sprechen. In diesem Video hier geht es erstmal nur um die Lichtmaschine. Für die Messung brauchen wir ein Multimeter. Bei diesem Modell hier das schwarze Kabel hier in eine schwarze Buchse eingesteckt, das rote in der unteren roten, da wo Spannung, Widerstände gemessen werden. Und dann ziehen wir diesen Stecker hier raus. Bei denen, die das grüne Kabel noch haben, kommt das schwarze Kabel des Multimeters an das grüne Kabel. Das ist die Masse. Die kein grünes Kabel da haben, bei denen kommt die schwarze Messspitze des Multimeters irgendwo an die Masse des Rollers, das heißt irgendwo am Metall befestigen. Das mache ich zum Beispiel hier zwischen dem Lüfterdeckel und dem Gehäuse des Rollers, aber nicht zu tief reinstecken. Darunter dreht sich noch das Polrad. Nicht, dass es zerkratzt, so ganz bisschen reicht. Auf dem Multimeter stellen wir 200 Volt Wechselstrom ein. Und dann machen wir den Roller an und messen mit der roten Messspitze erstmal hier am gelben Kabel und dann später am weißen. Gelb ist Lichtspule, weiß ist Ladespule. Beide sollen zwischen 14 und 70 Volt liefern. Ich messe jetzt zunächst die Lichtspule, das ist das gelbe Kabel, dafür mache ich den Roller an. Also die beiden Messspitzen sind angeschlossen.
Ja, man merkt, im Stand schwankt es so bei im mittleren Bereich, das ist okay. Bei Vollgas liefert sie zu viel Strom, also über 100 Watt. Und das war noch nicht mal die Messspitze jetzt. So, als nächstes die Ladespule. Ziehe ich das rote die rote Spitze hier vom gelben Kabel raus und stecke das in das weiße. So. Das schwarze bleibt an der Masse und macht den Roller wieder an. Ja, auch hier hat man gesehen, die liefert zu viel Strom jetzt in diesem Zustand. Und zu guter Letzt messen wir die beiden Kabel hier. Das ist einmal vom Pickup und das schwarz-rote von der 100 bis 200 Volt Spule. Wir stellen das Multimeter auf 2000 Ohm ein. Hier kann man es sehen. Und messen einmal das Pickup erstmal. Hier sollte der Widerstand so zwischen ungefähr 150 und 300 Ohm liegen. Das ist abhängig vom Modell unterschiedlich. Ja, fast 150. Also das ist noch im grünen Bereich. Und anschließend den Widerstand der Spule. Hier soll der Widerstand zwischen 200 und 1000 Ohm liegen. Ja, das ist auch noch im grünen Bereich. Sieht gut aus. Die beiden Kabel, also die außen, macht Sinn durchzumessen, wenn ihr zum Beispiel keinen Zündfunken habt. Die beiden macht Sinn durchzumessen, wenn entweder die Batterie nicht richtig geladen wird oder überladen wird oder wenn ihr Probleme mit dem Licht habt, das heißt das Licht funktioniert gar nicht oder ist nicht hell genug oder brennt ständig durch. So, hier mal eine Messung am anderen Roller. Erstmal die Lichtspule, also das gelbe Kabel. Die schwarze Messspitze hier an den Zylinderkopf. Hauptsache irgendwo auf Metall. So, das waren jetzt die richtigen Messwerte, das waren die guten unter 70. Dasselbe jetzt mal mit der Ladespule, das weiße hier. Ja, das hat man jetzt gesehen, schwankt ganz bisschen über 70 auf 72,5 ungefähr. Aber wie gesagt, das ist vom Modell zu Modell ein bisschen anders. Das ist ganz normaler Messwert. So, die alte Lichtmaschine ist aus dem Roller jetzt raus, die neue wieder drin.
Und tatsächlich waren das die falschen Werte. Jetzt mit der neuen Lichtmaschine bewegt es sich auch in dem Rahmen wie der Rotoroller. Also bis 70 Volt steigt die Spannung, steigt auch nicht dort drüber. Okay, bei der Ladespule ein bisschen, aber auf 75 ist auch noch okay. Wie man den Spannungsregler bzw. den Gleichrichter misst, zeige ich in einem der nächsten Videos. An dieser Stelle war es das erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr, keine weiteren Tipps mehr zu verpassen. Ja, in diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.